So. Oh. Nun, also dann. Mal nochmal. So. Ja, nun, also dann ist wir schon. Das ist nee, warte mal, da steht 8, oh, 7, 6, das kann, wir sind noch gar nicht drauf. Aber erst in 5 kommt Sekunden. Jetzt noch der ganze Medienkram. Muss warten, wir sind noch gar nicht drauf. 3, 2, 1, jetzt. Hi! Einfach drauf. Heat Smash. Ich mach was ist das? Tekken 8? Ich mach noch einen Heat Smash. Nee, ich mach den. Ich hau. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz sagen, dass ich auch in Tekken auf der Gamescom einigermaßen abgeliefert habe. Und an der Stelle sei es kurz erwähnt, Simon glaubt, dass er gut in Tekken ist. Das behauptet er, seit ich ihn kenne. Seit 20 Jahren. Und er kann nur mit einer Figur spielen, mit Lai, und er kann mit Lai nur einen einzigen Move. Den, wo er sich hinlegt, den Sweep macht und dann oben den Kick. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ich wollte es einfach nur an der Stelle sagen, wo ich Simon plus Tekken sehe. Ist das praktischer beim Supermarkt? Super praktisch. Wie ist es? Ja, Supermarkt. Ja. Der Hund. Kürbiskopf. Oh, ich weiß, was passiert. Hörst du mich? Komm her. Seine erste Begegnung mit denen? Offensichtlich, ne? Leute. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich kann so schnell nicht gucken. Du musst hören. Anfangen, wie es geht. Du musst hören. Oh Gott. Wie kann es eigentlich sein, dass jedes Mal, wenn ich ein Best-of gucke, aus irgendeinem Grund Valle und GTA stattfinden? Ich habe das Gefühl, es geht jetzt schon seit Jahren so. Steuerung. Ja, das war super. Das war klasse, jetzt haben wir abgekürzt. Einfach geradeaus. Falsch mal auf der Autobahn, das machen die niemals. Das trauen die sich nicht. Noch nie jemand hat, glaube ich, so schnell diese Mission. Das ist eine Speedrun-Strat. Oh. Das gucken sich jetzt bestimmt Leute von... Naja, könnt ihr schön rausklippen. Deswegen habe ich so süße Emotes. Wie Johanna da auch mit der Brille sitzt und das Pad auch so hält. Wie so... Gefällt mir. Mag ich. Was anderem kann ich ja hier nicht dienen, ne? Ach, Enshrouded. Oh. Oh, fuck. Nein, Leute! Das war aber ein selten dämlicher Tod. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das mit dem schlauer werden tut. Das kenne ich. Kennt ihr diese Baseball-Videos, wo die immer so Tricks mit den Schlägern machen, wo die dann... Okay. Ja, ich dachte eigentlich, der flippt wieder so hoch, wisst ihr? Das hat so Bock gemacht. Da war natürlich mein Vorteil, dass ich ripped bin. Im Gegensatz zu den anderen. Mann! Wegen den dummen Schafen da! Leck mich auch am Arsch. Okay. Das ist. Können wir das irgendwie rausschneiden, Bobby? Ich bin nicht 120. Achso. Street Fighter 2, Super Nintendo. Ja, aber sag mal, willst du mir allen Ernstes erzählen, dass dieses komische Neckermann Street Fighter Turnier, wo drei Leute mitgemacht haben, höherklassig besetzt war als das Turnier, was wir auf der Gamescom auf der Bühne vor Tausenden von Leuten spielen? Das sage ich nicht. Ja, also. Du bist nur Zweiter geworden. Ich bin Zweiter geworden. Du arbeitest an deiner Elite-Kaufhausbildung. Unglaublich. Du erzählst seit 100 Jahren, seit ich dich kenne, diese miserable Geschichte. Da waren drei Kinder. Das sind die besten. Drei Kinder waren da. Das sind die Besten! Wir werden natürlich mit der klassischen Steuerung spielen. Halt, stopp. Sechs Knöpfe. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Seit wann das? Seit immer. Ja, aber das hat man kann sich das aussuchen bei Street Fighter 6. Ja. Würdest du dir wirklich was aussuchen außer klassische Steuerung? Ja, weil es halt nur einfach Profi viel leichter geht. War das eigentlich das Neckermann-Turnier oder das Meckermann-Turnier? Ja, lustig, Nils. Aber viel interessanter ist, dass es wirklich ein Skandal ist, dass uns die neue Steuerung verwehrt wurde. Möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
weil ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich mit dieser neuen Steuerung geübt, wo du, wo die ganzen Special Moves mehr oder weniger auf den Tasten liegen. Ja, kann man sagen, ist ein bisschen lame, aber ist halt die neue Steuerung, habe ich ja nicht mir ausgedacht. Die ist halt da implementiert und ich glaube, man macht auch ein bisschen weniger Schaden, wenn man mit der spielt. Und dann wurde das einfach da rausgestrichen und das ist einfach, meiner Meinung nach ist das ein Skandal. Sowas muss vorher festgelegt werden. Aber gut. Just saying. Was mache ich denn jetzt am besten? Das war... Das sieht jetzt... Moment. Das ist ja hier völlig aus dem Kontext in diesem Zusammenschnitt. Das sieht jetzt natürlich erstmal richtig dumm aus. Aber was hier tatsächlich... Das war natürlich hundertprozentig geplant. Weil, wie kommst du denn am schnellsten? Der Gedanke war ja, dass ich bei der Statue of America respawne. Und deshalb wollte ich mich umbringen. Und das war der schnellste Weg, sich umzubringen, den aufzubringen. Ist egal, glaubt mir jetzt keiner, aber es ist so. Ich habe es natürlich gut geactet mit dem Blick. Aber seht ihr, ich bin ja auch nicht wütend. Wickeder MC. Ich spiele gerade den Captain America Build mit diesem Schild und dieser Mütze. Naja, man sieht's ja. Ich meine, locker mal. Lars, wir kritisieren das okay. Video, aber wir schauen beide sehr gebannt zu. Das hier ist in der Tat Schild. Ein Bug gewesen, den es glaube ich immer noch sogar gibt. Und den ich in diesem Spiel entdeckt habe und einfach auch damals nicht wusste, was passiert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Videos zu diesem Bug. Es gibt sogar richtig viele Troll-Videos, wo die Leute andere invaden und dann durch diese Wand gehen und dann alle hinterher springen. Und man kann so hinter der Wand sogar noch so links sich hinstellen und die anderen gehen durch die Wand und sterben alle. Und aber da war ich schon relativ geschockt, weil da wollte ich tatsächlich nicht sterben. Naja, man sieht's ja. Ich meine, locker mal. Lars, wir kritisieren das Video, aber wir schauen beide sehr gebannt zu. Warum ich gegen die Wand laufe? Nö, ich hatte das nicht vorher gesehen. Und dieser Mütze? Das war eher ein Versehen. Naja, man sieht's ja. Ich meine, locker mal. Lars, wir kritisieren das Video, aber wir schauen beide sehr gebannt zu. Ne? Das ja, muss man schon auch. Ich habe seine Einstellung. Mercedes-Benz beim Daimler wird wieder geschafft, oder was? Ist Jahrestreffe? Warst beim Jahrestreffe auch dabei? Ausgerechnet diese Wand zu dieser Jahreszeit. Aber warst du? Na, ich war da sicher. Mit aber wo warst du? Der wollte was stellen. Hat der Herbert, hat er mit Unimog aufgefahren. Der Herbert war gar nicht da. Der ist sogar nur der Herbert, der war da. Ich dachte, er ist umknickt. Na, wer wollte nach? Ist er umknickt, dass er mit Unimog ausgestiegen ist. Mit Unimog? Na, der hat der Teufel über die Baustelle gefahren. Es gibt's ja wohl, deine. Na, sicher. Komm, schlägst du es auch wieder drauf. Okay. Wie könnte man das Geräusch, das so ein Gummidino macht, wenn er den Finger verlässt, wie könnte man das lautmalerisch beschreiben? Biu! Biu! Gar nicht so schlecht. Biu, biu! Gut, das Video, das wir uns gleich gesehen. Anschauen, heißt The Wombat Run. Vielleicht kannst du ja mal witzig einen Wombat imitieren. Ja. Das ist doch schon ein Lacher direkt. Minecraft haben Depp. Mit vielen. Ich habe noch nie gedacht. Vielleicht ist dieses Movavi auch ein Gag. Meme oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß nicht genau. Ich wollte nur mal ganz kurz. Wir sind schon vorbei, ist schon drüber. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe wirklich in meinem Leben noch nicht gedeppt. Noch nicht. Ich war immer stolz darauf, dass ich. Das war der erste Depp? Das war mein erster Depp. Also, ihr könnt euch gerne nochmal. Ey, aber Lars sieht mittlerweile auch aus wie so ein irischer Preisboxer aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts, oder? Und dann habt ihr auch bestimmt schon gesehen, wie ich mich gleich beschrieben habe. Ich wünsche mir einen Prinzen, mit dem ich tatsächlich mal zusammen Schätzungen abgeben kann, denn ich schaffe es alleine nicht mehr. Achso, muss ja erst noch geküsst werden. Mhm. Wow. Hey, mein Lieber! Ja, moin, du hast mich gerufen, ich bin ein Prinz! Alter, war
Der Florian hin schon into it. Und ich habe folgenden Code für dich vorbereitet. PHP. Oh nein. Und. Oh nein. Show. Ist es ein verwunschener Code? Block. Ocean Drive. So, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ach, ihr seid's. Für alle Leute, die frisch dazugekommen sind, herzlich willkommen. Wir sind live. Es ist der 26. Juli. Wir sind bei Moin Moin Ocean Drive. Bitte aufs Schild. Bist du sicher, dass du da safe bist? Also, die Dinger können ganz schön wehtun, wenn sie einen Profi wirft. Alter. Ja, der Allergeilste. Manchmal frage ich mich echt, was die Nachbarn oder ob die überhaupt noch was sagen. Drum Control to Major Tom. Drum Control to Major Tom. Das ist so geil. Ich muss mal kurz ein anderes Video zeigen, wo ich das. Wir machen mal hier kurz Pause und dann zeige ich euch mal, weil das ist irgendwie Vintage Booty. Wie heißt der Song? Penis Vagina. Wenn ich jetzt Penis Vagina oben eingehe, dann findet er natürlich nicht diesen Song. Penis Vagina Booty. Oh, vielleicht sollte ich mal hier kurz. Wisst ihr den Song, den ich meine? Vielleicht muss ich Giga eingeben. Wo ist der Penis Vagina Song vom Booty? Gibt's den auf YouTube? Weiß irgendjemand im Chat, was ich meine? Ah, warte, der heißt doch Tanne featuring. Tanne featuring. Da ist er! Ich hab's! Ha, ich bin so gut. Featuring Lil P. Story about a restless penis was all alone. Trying to find perfect vagina. Penis. Penis in love his way. There's a penis in love. Trying to find the vagina. Penis. Vagina. Penis. Vagina. Und vier Strophe. Little, little penis. You are so sad. There's nobody out there. Ja, ich wollte nur damit zeigen, das war zur Giga Roadshow Zeiten, das ist jetzt, weiß ich nicht, fast 20 Jahre her oder so. Und da muss ich gerade dran denken, wo ich sehe, dass sich manche Sachen ändern sich nicht. Und das ist auch was Schönes, dass sich manche Sachen nicht ändern. Und wir haben immer noch hier Booty, wie er auf seiner Klampfe klimpert. Und finde ich irgendwie schön. Der Text hat sich ein bisschen geändert. Drum Control to Major Tom. Da 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 da. Text vergessen. Gut, gucken wir mal. Ja, der war schon mal ganz gut, aber da muss man natürlich noch mal dran arbeiten. Wahrscheinlich war der nicht ausgepackt, ne? Ja. Es ist schon auch ein bisschen lustig, Alter, wie wir jetzt einfach... Es ist echt scheiße, ey.
Moin Moin Ocean Drive, Rocket Beats, alles klar, Mann, ey. So, nee, mach du doch ruhig, du hast eben so brilliert. Jesus Christ, ist das scheiße. Ist das dein Ernst? Das ist ja meistens so, dass wenn wir aufeinandertreffen, ich der komplett wurmige Unterlegene bin, der keine Ahnung von gar nichts hat und du von oben herab die Weisheit mir spendest. Ich darf einmal an deinem Nektar kosten, der da von oben heran abgereicht wird. Wie schmeckt das eigentlich so? Das frage ich mich dann immer, weil ich trinke ja meinen eigenen Nektar nicht. Es ist ein bisschen harzig tatsächlich und es ist leider ein bisschen dickflüssig, sodass man nach mehreren Nektartropfen dann auch schon den Hals zu hat. Oh ja. Das steht immer. Also, da sehe ich noch einen zukünftigen Dreisat-Moderator hier. Das finde ich nicht schlecht. Erster Eindruck war gleich so: Boah, wie geil ist das denn? Weil also, Micha, sorry, das war gerade, solange ich dich kenne, der stärkste. Der intensivste Gefühlsausbruch, den ich jemals erlebt habe. Und Daniel Düsentrieb, so ein Heureka-Moment. Vor allem, wie offensichtlich hier einfach eine Sängerin. Okay, was ist das? BXI Vocal Dämpfer, hochwertiger Silikon Voice Silencer für Gesangsübungen, Aufwärmen, Stressabbau, Schreijar, Wutmanagement, Shoutingvase. Was? Shoutingvase, das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Wo das Mikrofon einfach rausretuschiert wurde. Und aber nee, ist der Schaft Teil des Ganzen oder nur der Propschaft? Also ich glaube wirklich, das ist eine ehrwürdige Pornodarstellerin, die nicht wusste, dass ihr Blowjob-Foto da wirklich missbraucht wird für so ein Schreidings. Dann hat man ihr noch Kleidung angeschoppt, oder wie? Also genau. Kleidung an. Shouting-Vase. Ja, und deswegen, liebe Pornodarstellerin, keine grünen Penisse lutschen. Wofür braucht man das? Das ist doch schon ein Lacher, der ja, entschließt sich später für ein tollkühnes Unternehmen. Er bittet nämlich die Tochter des Häuptlings oder die Schwester des Häuptlings um ihre Hand. Ihn zu reiten. Nee, er bittet den Häuptling um die Hand seiner... Danke, danke. Denn diese steife Sahne hier, die ja kein normaler Koch zustande bringt, ja, das steht ja wie eine Eins hier, die Nummer, das ist quasi etwas, was irgendwie so eine... Sieht denn der Colin bitte aus? Ey, das wäre so geil, wenn der einfach mal so zur Arbeit käme, so kommentarlos und das einfach so stylen würde. Einfach so, was ist denn los? So wie Meister Eder halt einfach. Das alles gleich macht, finde ich. Also du glaubst nicht, dass eine Steifheit im echten Leben so zu erreichen ist. We could maybe... Geh mal kurz einen Ventilator holen. Es wird hier leider zu heiß. Also es wird im Zimmer wirklich sehr warm gerade. Ich muss kurz einen Ventilator holen. Your host Valentine on Valor FM. Well, FM, the music of our time and generation. Dong, 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 dong. Reiß mir die Wurst auf. Was ist das denn? Reiß mir die Wurst auf. Aua, was soll das? Reiß mir die Wurst auf. Mensch, das tut doch weh. Oder ich geh nicht auf den Grill. Find ich gar nicht geil. Oh, okay. Was ist das? Oh nein. Und nein. Ja, komm, noch Text, wartet nur. Das ist ja so gut, ey. Oh shit. Alter Valentin. Der neue Podcast mit den Hosts. Ede und Falle. Seine Show. Bisschen langes Intro. Ja. Okay, aber das ist natürlich schon mal alles ein bisschen mehr in Hip-Hop gewandt. Ja, ja. Mag ich ja gern leiden. Mhm. Es gibt auch ganze Hip-Hop-Sender, also würden wir das jetzt Offstream spielen, dann ist natürlich das Autofahren, die Musik ist wirklich eine wichtige Experience von GTA. Was ich abrufen kann aus meinem Rap, aus meinem Repertoire. Party's on the rock in a Big Mac Truck, and the party's on the rock in a Big Mac Truck. Heavy's on the pack and I sing down, power the music, ba ti ba ba da ba down. Pew, pew, pew. Yes!
Das geht nie wieder aus meinem Kopf. Holy shit. Aber das ist schon ziemlich gut. Wir können sich jetzt einfach mal das Voting machen. Was passiert hier? Also, nee, jetzt wird hier schon wieder abgestimmt, wer der Coolere ist. Können wir nicht einfach mal zusammen cool sein? Wir sind die übelst coolen, hotten Boys im Küchenset. Also erstmal möchte ich nicht, dass es hier zu friedlich abläuft. Ja. Oh ja, fühle ich. Oh, das ist ein bisschen... Halt mehr Eier. Ja. Oh, das ist echt nicht schlecht. Da fährt man mit dem Van ja, den Strand. Wirklich. Boah, das ist gut. Und denkt sich, die Loser gehen arbeiten. Ja, absolut. Ja. Aber Colin kennt das ja. Guck mal, die Fingerbewegung von Colin sind ja on point. Boah, das ist ein bisschen... Halt mehr Eier. Ja. Da fährt man mit dem Van ja, den Strand. Wirklich. Boah, das ist gut. Und denkt sich, die Loser gehen arbeiten. Ja, absolut. Ja. Sieht aus, als ob er Luftorgel spielt. Ja. Was war das? Und wir raiden jetzt gleich beim guten Eddie vorbei und tut mir doch mal einen kleinen Gefallen, wo wir heute schon mal so die Wahrheit nicht ganz genau nehmen. Wenn der fragt, das machen noch Streamer so, und was habt ihr gemacht, wie war Home? Dann sagt mal alle was anderes. Ganz spektakuläre Sachen. Irgendwas. Tini und Walle hatten die ganze Zeit, der Chat geht zu schnell, ich kann es überhaupt nicht lesen, was? Tini und Walle hatten die ganze Zeit keine Hose angehabt? Was zur Hölle? Wart ihr gerade bei Rocket Beans TV oder wo wart ihr? Übrigens, Eddie, was ich dich noch fragen wollte, ich habe letzte Woche Zuschauer zu dir geschickt und ich habe gelesen, du warst reichlich verwirrt. Wie war das so? Was haben die gesagt? Du hast Zuschauer zu mir geschickt? Ja, ich habe deine Adresse geleakt. Nee, ich verstehe gerade nicht wirklich nicht, was du meinst. Nee, geradet. Du streamst doch gar nicht. Doch, auf Rocket Beans TV. Ach so. Ach ja, die Rocket Beans Leute, ja, die du genau geschickt hast. Ja, was war jetzt die Frage? Die Leitung, Alter, ja, so lang. War das geil? Ja. Was passiert hier, Leute? Da bin ich einmal nicht dabei, oder was? Und dann passiert der geile Scheiß? Wie lange haben wir noch? Ihr habt noch 13 Sekunden Zeit, wenn nein, ich sitze noch vorbei. 10 Sekunden! Das ist doch nicht dein fucking Ernstes, du musstest sowas doch früher sagen. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit. Was? Ihr habt noch 4 Sekunden Zeit. Irgendwo da wird schon sein. Wir wollen jetzt einmal zurück und auf einem ganz, ganz kleinen Monitor jetzt... Wie lange haben wir noch? 13 Sekunden, Alter. ...nur 1 gegen 1 spielen. Und dieser kleine Monitor, der ist gar nicht bei uns im Set, sondern der ist da drüben im Wohnzimmer. Sieht man da vielleicht, Marc, kannst du einmal... Ach, das ist der! Genau, ist da. Oh, da ist er. Noah, er hat mich schon gesehen. Hey Leute, wie man hier wunderbar gerade gesehen hat, hat so ein Auto-Aim. Ja, so ein bisschen hilft das. Das habe ich gesehen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schön. Das war so weird. Nein, da war er doch! Ich schlage auf den Boden. Das habe ich ja... Aber warum kann ich nicht mehr hochgucken? Also links hoch. Das ist dumm. Was ist das Lieblingskartenspiel von der Katze? Mau, mau. Mau, mau. Wow, boah, ich bin das erste Mal, ich bin so fucking stolz auf irgendwas gekommen, was in deinem Gehirn schon war. Ist das krass? Ich weiß, du hast das, aber ich habe trotzdem vor kurzem ein Reddit-Video gesehen, was genau dazu passt. Und zwar filmt da jemand aus dem Auto raus, das war da... Halt, warte! Jetzt warte doch mal kurz! Einen hab ich doch! Hey, der Ede kann doch nicht meine Geschichte jetzt kennen. Einen hab ich doch! Ganz kurz. Warte. Okay, einen noch. Warte, ich brech's auf hier so, eine Hand hier, die andere hier und dann... In 10 decisions shape your life. You'll be aware of 5 about. 7 ways to go through school. Either you notice or left out. 7 ways to get ahead. 7 reasons to drop out. And I said, and I can see me in your eyes. Was ist das für ein Song? I can see you in my bed. It's not just friendship, that's romance too. You like music, we can dance too. Send me down. Show me up. I'll come down. Night along with you. Little Peace. Wie spät ist es? Alter, ich muss los, sorry. Es ist kurz nach. Ich habe auf die Uhr nicht geguckt, sorry. Kurz nach Dings ist. Nach Dings. Lasst mal ein Like da, liebe Leute. Kauft euch einen Pilz und wascht euch mal wieder unten rum. Bis dann. Schönes Schlusswort. Ja, das war doch mal ein sehr schönes Best-of. Mit vielen, vielen schönen Szenen. Das hat Spaß gemacht.
Ganz, ganz toll. Das war Juli, das heißt, wir haben ja jetzt schon September. Da müsste ja schon, da ist ja fast schon das nächste geben. Na gut, auf jeden Fall sehr schön, hat Spaß gemacht. Best of Rocket Beans. Gute zusammen, ich bin der Jonas.